Endlich startet die Bundeswehr in Richtung Afghanistan. Es ist Montagmorgen 6.30 Uhr, als der erste Airbus A400M vom Luftwaffenstützpunkt Wunsdorf in Richtung Kabul abhebt. An Bord der Maschine Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte, Sanitäter und Feldjäger. Hoffnung für 100 deutsche Staatsbürger. Die Botschaftsmitarbeiter und Entwicklungshelfer sollen in die usbekische Hauptstadt Taschkent gebracht werden, bevor sie in die Hände der radikal-islamischen Taliban-Kämpfer fallen. Bereits in der Nacht zu Montag landeten nach dpa-Informationen 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. In Afghanistans Hauptstadt Kabul spitzt sich die Lage unterdessen weiter zu. Am Montagmorgen Ortszeit waren am Flughafen Schüsse gefallen. Offenbar hatten US-Soldaten in die Luft gefeuert, weil sich zu große Menschenmengen am Airport versammelt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Augenzeugen. Nachdem die radikal-islamischen Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, ist der Flughafen der letzte Weg aus dem Land. Ein Nadelöhr für Tausende auf der Flucht vor den Taliban. Ich bin eigentlich ein Mensch, der eigentlich ein Mensch ist.